Hallo, das soll ein Tutorial sein, wo ich euch ein paar Finger zeige, die euch die Möglichkeit geben, Lana Del Rey's Videogames fast durchs ganze Stück mitzuspielen. Ihr werdet selber entdecken, an welchen Stellen ihr dann mal kurz pausieren müsst, aber ihr braucht eine ganz einfache Geschichte, in jeder Hand nur eine Position. Fangen wir mit der rechten Hand an. Nehmt bitte den Mittelfinger, ihr habt hier drei schwarze Tasten und packt den Mittelfinger zwischen die beiden rechten von den drei schwarzen Tasten. Ungefähr in der Position, dass der hier so an der Kante von den schwarzen Tasten ist, weil ihr braucht noch eine schwarze Taste. Und damit die Hand eine gute Position findet, wenn ihr die jetzt hier mal so hinpackt, dann merkt ihr, ich habe die Finger jetzt schon automatisch da, wo ich sie brauchen werde. Der mittlere Finger ist die Orientierung. Den Daumen packt ihr bitte rechts neben die zwei schwarzen Tasten. Und jetzt habt ihr die beiden hier, die so aussehen, als wollten sie gleich wegfliegen. Die liegen dadurch, dass die Hand so gewachsen ist, wie sie gewachsen ist, quasi von alleine schon da, wo sie hingehören. Den Zeigefinger brauchen wir auf der linken von den drei schwarzen Tasten und den kleinen Finger brauchen wir auf der linken von diesen zwei schwarzen Tasten. Jetzt habt ihr insgesamt vier Töne, die die Finger anspielen. Der vierte Finger hier, der schwabbert so ein bisschen in der Luft rum, den brauchen wir dafür nicht. Wenn ihr die nachher spielen werdet, werdet ihr sie nacheinander spielen und zwar in dieser Reihenfolge. Eigentlich erkennt man hier schon fast, worum es geht in dem Stück, ne? Und das passiert nochmal. Und den nochmal. Wir haben zwei Figuren. Bei der ersten Figur spielt ihr insgesamt vier Töne. Diesen, 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 diesen. Und jetzt kommt das gleiche nochmal, nur mit einem Ton mehr. Das sind die Töne, die man dafür braucht. Den musikalischen Zusammenhang machen wir später, ne? Das waren jetzt erstmal nur die Positionen. Bei der linken Hand braucht ihr auch vier Finger. Damit das gut in die Hand passt, fangt ihr bitte an mit dem Zeigefinger der linken Hand auf der linken von den drei Tasten. Wenn ihr jetzt die Hand mal so entspannt aufs Klavier packt, dann liegt die da an einer Position, wo wir sie brauchen werden. Wieder genau der gleiche Spaß. Den Daumen braucht ihr auf diesem. Drei schwarze Tasten, rechts, die weiße dazwischen. Den kleinen Finger brauchen wir auf der linken von diesen zwei schwarzen Tasten. Und jetzt links brauchen wir den Ringfinger, auf der, die direkt neben dieser schwarzen Taste ist, also zwischen den zwei schwarzen. Dann haben wir hier, das ist dasselbe Muster wie mit der rechten Hand, nur ein bisschen andere Töne, ein bisschen andere Finger. Aber ihr werdet merken, die Richtung, in der sich die Musik bewegt mit den Händen, ist die ganze Zeit die gleiche. Ich spiele euch jetzt mal vor, was ihr mit diesen Positionen machen werdet und wie dabei dann das rauskommt, was man braucht, um bei Lana Del Rey mitzuspielen. Also. Und weil sie diese wunderschöne Kombination in ihrem Lied sehr oft benutzt, werdet ihr das beim Spielen ganz oft mitsingen können. Ja, mitspielen, ah, nicht singen. Nur wenn ihr wollt, singt da. Ich singe nicht. Hm. Also, rechte Hand, linke Hand. Ein bisschen gucken, wo die Hand liegt, wenn sie entspannt da ist. Und dann hat man es schon fast an den richtigen Positionen. Ich spiele es nochmal zum Draufschauen und Mitlernen. Spaß beim Üben, beim Mitspielen und bei dem Clip, den wir aufgenommen haben für euch, in dem dieses Lied hier eine Rolle spielt. Das ist einer, in dem ein Instrument eine Rolle spielt, das Harfe heißt, aus der Klassik kommt, ein sehr altes Instrument ist und bei dem wir hier einen Workshop gedreht haben, wo wir eine Harfenistin hier hatten, die so ein wunderschönes, großes Instrument sogar mit dabei hat und ein bisschen davon erzählt hat. Danke euch fürs Zuschauen, viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal. Ciao.